Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen eine weitere Runde Ultimate General Civil War. So, Schlacht am Antietam oder wie man die Stadt auch immer nennen sollte oder die Ortschaft. Wir haben den 17. September 1862. Wir sind in dem Staat Maryland einmarschiert und um den Krieg in das Territorium der Union zu tragen. General McClellan machte sich daran, uns mit einer weitaus größeren Armee abzufangen. Wir sind zahlenmäßig unterlegen, werden uns aber darauf vorbereiten, den Feind in der Nähe der Stadt Sharpsburg entgegenzutreten, wo wir eine solide Verteidigungslinie entlang des Antietam errichten werden. Wir müssen mindestens drei Korps in Stellung bringen, um unsere linke und rechte sowie unser Zentrum zu schützen. Der Rest unserer Armee marschiert von Harper's Ferry heran und wird sich uns in Kürze anschließen. Welche Verstärkung? Ich hab doch keine. Wir dürfen die Schlacht nicht verlieren, da General McClellan unsere Armee sonst einkesseln und vernichten wird. Viel Glück, General Heinrich. Ja. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ja, wir machen es wie folgt. Die stärkere Einheit packen wir in die linke Flanke und da passen nicht alle rein. Verdammte Axt. Müssen wir mal gleich gucken. Und das Zentrum ist dann voll besetzt mit 20 Brigaden und die rechte Flanke wird die schwächste sein mit 20 Brigaden. Ich habe noch mal ein bisschen aufgemotzt, ein bisschen ein paar Kanonen gekauft. Der hatte, glaube ich, schon 5 und der hat 4. Mal gucken, ob die 4 Brigaden, die hier nicht reinpassen, dann noch als Verstärkung kommt. Ja. Die Mission an sich wurde vorher angezeigt im Detail. Der Gegner greift mit 95 bis 100.000 Soldaten an. Wir haben nur 80.000 Soldaten. Da wir die drei anderen Missionen oder zwei Missionen davor gemacht haben, haben wir die Armee, glaube ich, 15% ja, geschwächt. Ja. Ob es dann immer noch zwischen 90 und 100.000 Gegner sind, weiß ich dann nicht. Auf jeden Fall ist das viel. Und ich denke mal auch, diese Schlacht wird wieder in drei Teilen oder vier Teilen aufgesplittet werden. Wir machen wahrscheinlich erst die linke Flanke, schätze ich mal. Dann kommt das Zentrum dran und dann die rechte Flanke und zum Schluss mit der Verstärkung, denke ich mal, das Komplettpaket. So, dann haben wir ja genug geschwafelt. Legen wir mal los. Bin gespannt. Dies ist die Stadt Sharpsburg. Das umliegende Gelände bietet gute Verteidigungsstellung, die bei der Abwehr der Unionsarmee von General McClellan nützlich sein werden. Der Antietam im Osten kommt uns bei der Sicherung unserer rechten Flanke zugute. Diese Brücke sollte verteidigt werden, da die Unionisten mit Sicherheit versuchen werden, sie zu überqueren. Da hätte mal Wald sein können, finde ich. Da ist auch eine Brücke. Da auch. Ein kleines Schlachtfeld. Der Fluss bietet noch weitere Übergangsmöglichkeiten, zu deren Sicherung uns aber nicht genügend Männer zur Verfügung stehen. Wir erwarten, dass das Gros der Unionsarmee durch das Tal nördlich der Stadt heranmarschiert. Wir müssen unsere linke Flanke bei Nicodemus Hill sichern. Außerdem sollten wir den Hauptteil unserer Infanterie in diesen Wäldern aufstellen, wo sie vor feindlichem Feuer geschützt sind. Klingt ja hervorragend. Unsere Linie erstreckt sich nach Osten.
bis zu dieser Position entlang der Sunken Road. Von hier aus können wir die Flussübergänge in östlicher Richtung beherrschen. Unsere restlichen Truppen sind unterwegs und werden diese Straße herabkommen. Ja, ein paar, die ich habe. Die Unionsarmee ist in Position und wird möglicherweise bei Sonnenaufgang angreifen. Seien Sie wachsam, General. So, die ganzen Positionen, die er mir gerade gezeigt hat, habe ich schon alle wieder vergessen. Streitkräfte der Union nähern sich von Norden. Frech. Wir müssen unsere Verteidigungslinie in den Wäldern halten. Ja, finde ich auch gut. Da, wo er jetzt die Position anzeigt, ist scheiße. Finde ich. Ich packe sie doch in den Wäldern. So, weiter. Ach, den Hügel sollen wir auch noch halten. Nicodemus Hill ist perfekt geeignet, um dort unsere Artillerie in Stellung zu bringen und in die Flanke der vorrückenden Unionslinie zu feuern. Okay. Unser vorrangiges Ziel ist es, die Einnahme der Dunkerkirche durch den Feind zu verhindern, da dies weitere Vorstöße in Richtung der Stadt und unseres Versorgungslagers ermöglichen würde. Darüber hinaus bietet die Kirche exzellente Sicht, was uns bei der Verfolgung der Bewegungen der Union von Nutzen sein wird. In etwa 2 Stunden sollten wir die erste Verstärkung erhalten. Bis dahin wäre es anzuraten, unsere Linien nicht durch aggressive Manöver zu beanspruchen. Achten Sie auf Ihre Flanken und halten Sie durch. Viel Glück, General. Eieieiei. Ich überlege gerade. Hier sollen die Kanonen hin, ja? Ein Unterschied, kann ich hier für die Kamera mal gucken hier? Ach, habe ich die nicht ausgerüstet? Scheiße. Den habe ich nicht ausgerüstet. Also den habe ich nicht voll hochgezogen. Verdammt, den habe ich übersehen. Es wirkt so, als ob das hier so runter geht, ne? So eine Senke. Weiß nicht, ob ich vielleicht... Also erstmal hier sollen noch Kanonen hin, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Dich da mal weg. Und wir packen mal dich weg. Hallo. Zack. Dann haben wir noch ein Kanönchen frei. Sternchen schon aufgestellt. Das heißt, genau, jetzt haben wir hier 4 Kanonen. Vielleicht nehmen wir hier den Camper raus. Den Nelson. 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 Hier hin. So. Haben wir da noch ein bisschen wenig? Hier brauchen wir Truppen. Und
Würde ich sagen, brauchen wir beide Truppen hier, keine ganz raus. So, den packen wir hier. Und dann brauchen wir Truppen. Camper. Wir haben einen Camper weggenommen. Der hier hin. Und dann brauchen wir noch mal hier einen Richards. Nö. Dann rein mit dir. Mach ich jetzt einen Pound. Ich. Ich habe den Richards gerade genommen. Da will ich nicht. Schatz. So, haben wir noch irgendwas? Ja, aber Siegfried hat ist ja ein Schütze. Der ist ja nicht schlecht. Noch bessere Schützen. Hat er zwar hohe Moral, aber viele Truppen. Männer. Viele. So, und außerdem ist Lane und Richards haben ja auch 2 Sterne. Das sollte reichen. Ja, ich würde sagen, machen wir mal so. So, und gleich auf Pause. Kann ich. Ja, warum soll ich da ins Feld gehen? Ich hätte gern gesagt, hier, kann man sich hier nicht hier so schön verteidigen? Warte mal, hier ist eine Kanonenstellung möglich? Kanonensymbol ist, habe ich noch gar nicht gesehen. Machen wir das doch mal. Play. Und du bleib mal schön hier so ein Bällchen. So, dann wieder auf Pause. Dahin. Bällchen. Jetzt habe ich natürlich Munitionswagen hier und die Kanonen sind da hinten, aber gut. Gucken wir mal. Hier müssen wir ein bisschen mehr ins Wäldchen. Mal gucken, ob das alles so Sinn ergibt. Noch wurden wir nicht gesichtet. Mal gucken, was der Feind so an uns ranschmeißt. Ich weiß noch nicht, ob es effektiv ist, Kanonen aus dem Wald rauszufeuern. Aber wie gesagt, hier konnte man nur 3 hinpacken und nur 3 Kanonen hier alleine. Weiß ich nicht. Jetzt zum Nachhinein hätte ich doch gesagt, könnte man doch die Kavallerie gebrauchen. Aber wir versuchen es mal ohne. Warte mal, die kommt von da. Ich dachte, die kommt von da. Scheiße, nein, ich hab's kaputt. Die laufen aber schnell. Die sind ja gleich da. Sind das Kavallerie? Einheiten, die sind so fix. Was los? Ihr habt. Ich rede doch mal ein bisschen nicht, dass sie zu den Kanonen rankommen. Ich bin auch Feuer auf die, das macht ihr schon.
sehr gut. Ich habe jetzt Angst, dass sie hier so rumlaufen und hier habe ich nichts. Darf nicht passieren. Ah, mir gefällt das so nicht, was da passiert. Ich bin noch nicht glücklich. Ich weiß das noch nicht, was ich von dieser Position halten soll. Sie gefällt mir irgendwie. Also das hier vorne gefällt mir. Ich hätte sie doch lieber hier hinziehen sollen. Aber mal gucken, vielleicht verzögert sich das ja auch, weil sie vielleicht weiter rumlaufen müssen. Ich weiß es nicht. Aber bisher trauen sie sich ja nicht, in den Wald reinzugehen. Ich bin doch langsam traurig, dass ich meine Kavallerie nicht dabei habe. Ich hätte hier schön außen rum und dann vielleicht mir die Kanone schnappen können. Oder zumindest unter Druck formieren sich doch eher ins Zentrum. Die Kanone würde ich jetzt doch wieder drehen wollen. Und Licht drehe ich auch nochmal. Ich hoffe mal, dass sie eher das Zentrum angreifen und nicht das hier als Schwachpunkt sehen. Weil wenn sie jetzt alles hier runterschicken, dann war's das. Dann muss ich den Punkt hier aufgeben, mich in den Wald zurückziehen. Oder die von da in die Mitte, aber dann sind die da oben alleine. Das ist alles Käse. Ich bin noch nicht so zufrieden. Diese vorgezogenen Linien gefallen mir überhaupt nicht. Na gut, wenn sie von da kamen. Ne? Was er trotzdem immer nur so fällt. Die KI ist auch noch genauso unentschlossen wie ich. Diese Situation. Weiß ich auch noch nicht so ganz, wie sie formieren soll, ne? Naja, sieht uns nicht, kriegt Schaden und kann dann nicht so ganz agieren. Aber es formiert alles ins Zentrum, also. Das wird dicke werden. Was ist überhaupt die effektive Reichweite von dir, mein Freund? Ich würde sagen, mal halt. Auch bei dir. Und ihr habt ja schon viel weggeschossen. So, uns stehen weitere Truppen zur Verfügung, um bei der Verteidigung zu helfen. Okay, Pause. Was kriege ich? So, jetzt hat er dann natürlich seine Kanonen formiert. Okay. Jetzt kommt Siegfried. Also ich würde Siegfried doch hier noch welche hinpacken. Vielleicht hier, dass wir Anschluss an dort kriegen. Und vielleicht hier unten noch. Ach, da kommt er noch mehr. So, dann einmal Kavallerie da. Einmal Kavallerie da hinten hin. Das auf jeden Fall. So, nochmal Pause. Oh, da kommt ja ganz viel. Mensch, das ist ja schön, das wird hier schön, wird das. So, Kanone ins Zentrum. So viel schon mal sicher. Das wird ja schön, wird das. Was haben wir noch? So, ja, einen schicke ich da mal hin. Einer kommt dann nochmal hier ins Wäldchen. Ja, hier so. So. Dann war's das. Polk.
ich gern nochmal da. So, euch beide hätte ich gern nochmal hier. Nein, oh, dahin. Dich hätte ich nochmal hier. Und Siegfried geht auch dahin. So, dann gefällt mir das schon ein wenig mehr. So, und sobald die Infanterie angreift, versuche ich mit einer Kavallerie links oder rechts zu flankieren und die Kanonen auszunehmen. Weiß, dann verliere ich wieder 200-300, aber ich finde immer, wenn die keine Kanonen haben, dann ist gut. Fühle ich mich sicherer. Boah, volles Feuer. Achso, du darfst jetzt mal wieder schießen, mein Freund. Ist das noch in der Reichweite? Ich kann sich die Reichweite jetzt nicht mehr. Ah, doch, da. Äußerste Reichweite. Kann ich euch ein bisschen weiter vorziehen? Und euch beiden untersage ich mal das Feuer. Informiert euch mal. So, Pound ist da. Pound darf hier am äußersten Teil Platz nehmen. Siegfried ist dann schon mal ein bisschen weiter. So. Kanönchen. Ja, und nu? Na, die schießen auf die eine Kanone, die ist wohl sichtbar. Ja, die trifft doch sehr gut. Beweg die einfach mal ein bisschen zurück. Einfach mal, dass sie wieder irgendwie nicht mehr gesehen wird. Konzentrieren hier Feuer drauf, das gefällt mir gar nicht. Zieh die immer schön zu. Sonst ist hier alles nicht gesehen. Warum die gesehen ist, weiß ich nicht. Oder gesehen wird. Jetzt ist sie wieder ungesehen. Vielleicht können wir sie auch da wieder hinpacken. Ach komm, die sind zwar noch nicht so weit weg, aber ich verbiete dir auch mal das Schießen. Weil ich glaube, das Kanonenfeuer wird erst dann richtig effektiv, wenn sie näher rankommen. So, jetzt hat sich hier eine Pattsituation gebildet. Die sehen mich nicht und greifen deswegen nicht an. Okay. Und ich sehe es nicht ein, sie anzugreifen. Die haben sich auf jeden Fall da ins Zentrum gelegt. Und ich würde mich so freuen, wenn sie jetzt angreifen. Wenn ihre Infanterie nämlich hier so in diesem Waldgebiet ist, kann ich nämlich meine Kavallerie da losschicken, Supply übernehmen und die ersten Kanonen rausholen. Das ist ganz eine dufte Idee. Wäre so schön. Und dann, wenn sie hier vielleicht sind, könnte ich die Infanterie da abrücken und schön von der Seite kommen. Das wäre so schön. Das wäre so schön. Ey! Hab ich dir gesagt, dass du feuern darfst? Einstellen. Das macht er doch absichtlich. Er hat doch absichtlich den da hingestellt. In 50% Deckung, damit wir unsere ganzen Kanonenkugeln darauf ballern. Und hier, der ist ja schon fast leer, der Freundchen da. Was hinten ich den Supply jetzt dahin schicke. Der ist ja echt fast leer geschossen. Das ist Nelson, mein Bester. Gib den da hin.
Vielleicht locke ich dir ja mal vor, indem ich dir mal hier meinen schönen Munitionswagen zeige. Na komm, geh erstmal noch ein bisschen durch den Wald und dann gehen wir darüber. Ja, tut mir leid, dass es nicht gerade ein spannender ist, aber ich sehe es jetzt nicht ein, unnötig meine Leute zu opfern. Denn das ist ja noch der erste Teil quasi dieser Schlacht und das sehe ich bei weitem nicht ein. Wir sind ja nicht in Überzahl. Also müssen wir aufpassen, wie wir mit unseren Leuten vorangehen. Boah, klassische Pattsituation. Er will seine Leute auch nicht opfern. Na komm, trau dich. Na gut. So, die Unionisten greifen den oder die Sunken Road an. Das ist auf jeden Fall eine andere Stelle. Ich würde hier erstmal, weil das schon fast eine halbe Stunde geht, das Video hier im Break machen. Ja, ich spiele die ganze Schlacht hintereinander ab, aber ich werde sie in unterschiedlichen Zeiten immer hochladen. Aber wie gesagt, ich spiele die an einem Tag ab. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder irgendwie, ihr könnt gerne kommentieren. Auch wenn ihr meine Stimme schön findet, ist egal. Schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt mich gerne liken, abonnieren. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.